Guten Morgen miteinander. Wir begrüßen Sie herzlich zum heutigen Webinar Solar Pro Tool für eDesigner. Durch das Webinar führt Sie auch heute Petros Dilianopoulos, unser Produktmanager für Montagesysteme und der Profi, wenn es um Solar Pro Tool geht. Weil viele von euch bereits die Woche an einem anderen Webinar teilgenommen haben, verzichten wir auf die Vorstellung vom Solarmarkt und gehen noch schnell zum Technischen. Wie können Sie aktiv dabei sein? Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen direkt stellen. Das können Sie hier unten bei den Fragen machen. Ich gebe dann Ihre Fragen direkt dem Referent weiter und er beantwortet sie während dem Webinar. Für die mündliche Fragerunde am Schluss des Webinars können Sie mit dem Symbol Ihre Hand heben und ich werde Sie dann freischalten, damit Sie Ihre Frage mündlich stellen können. Außerdem möchten wir Sie auch heute darauf hinweisen, dass das Webinar aufgezeichnet wird. Für die mündliche Fragerunde am Schluss werden wir die Aufzeichnung aber stoppen. Und jetzt übergebe ich eigentlich schon im Petros. So, schönen guten Morgen miteinander. Willkommen zum dritten Teil der Webinarreihe Solar Pro Tool beim Solarmarkt. Heute beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem eDesigner-Tool. Das ist das Wechselrichter-Auslegungstool vom Solar Pro Tool. Das bedient sich im Übrigen Simulationssoftware von Vela Solaris in Winterthur. Das ist Polysun sozusagen. Das ist einfach die Simulationssoftware dahinter. Ich lege jetzt hier gerade schon ein Dach an. Ein simples Satteldach Ost-West erstmal mit 20 Modulen Ost, 20 Modulen West. Erstmal, dass wir da eine simple Auslegung machen können und basierend darauf eine Wechselrichterauslegung. So, da kann ich auch schon direkt gleich zum eDesigner springen. Sie sehen, das Erste, was ich mache, wenn ich hier eine Gesamtauslegung mache, da lege ich die Anordnung an, nachher lade ich den CAD-Plan. Von den Montagebauteilen her, da achte ich jetzt mal nicht drauf, weil es geht ja um den eDesigner. Aber wichtig ist, dass man einmal den CAD-Plan geladen hat, weil das ist auch nachher wichtig, wenn man die Simulation gemacht hat, wenn man hier fertig ist mit der Wechselrichterauslegung, dass man zum Punkt Elektrik kommt und dort auch den Stringplan zeichnen kann. Die Elektrik oder beziehungsweise für den Zinsstringplan braucht man den CAD-Plan. Und dazu muss man dann hier einmal laden. Das heißt, nicht, wenn Sie in ein Projekt reingehen und Sie verändern nachher etwas im eDesigner und springen zur Elektrik und es lädt auf irgendeinem Grund dann plötzlich irgendwie das Bild nicht oder Sie bekommen eine Meldung, dann empfiehlt es sich einmal kurz den CAD-Plan laden, dass die Bilddatei auch da ist für den Browser, dass es nachher bei der Elektrik auch angezeigt werden kann. So. Jetzt springen wir direkt mal auf den eDesigner und ich erkläre Ihnen erstmal die Buttons, die wir hier oben sehen. Hier sind in der Zwischenzeit auch neue dazugekommen. Wir können hier, wenn man eine neue Wechselrichterauslegung oder PV-Planung startet, hier auf diesen Button in der Mitte klicken. Man kann das aber auch hier oben links machen. Man kann innerhalb des eDesigners, innerhalb eines Projekts auch mehrere Planungen hinzufügen. Man kann da zum Beispiel auch 2, 3 Häuser getrennt voneinander planen oder auch einfach unterschiedliche Wechselrichter nutzen, um diese nachher miteinander zu vergleichen. Man kann hier einen Projektbericht ausdrucken, sodass man den reinen Wechselrichterprojektbericht hat. Man kann hier auch einen CSV-Export durchführen. Man kann hier auch eDesigner-Favoriten einstellen. So hier kann man dann zum Beispiel auch Wechselrichter auswählen, Verbraucherprofile auswählen, Batterien. Oder und das kann man hier als Favoriten schon mal dann anlegen. Man kann hier einen Stromlaufplan in PDF und DWG erzeugen. Der ist noch recht rudimentär. Oder daher sehen Sie aktuell noch nicht so viel. Der wird nach und nach noch ausgeweitet. Also aktuell zeige ich Ihnen nachher, was man da sieht, aber auch was die Zukunft dann noch bringen können. Hier haben wir einen Button eingerichtet, eine Schnittstelle zu Elektroform Solar. Wer das nicht kennt von den Zuhörern, Elektroform Solar ist in der Schweiz eine Anmeldesoftware. Da gehen wir einmal kurz hin, von der Swiss Solar initiiert und von Brunner Informatik programmiert.
und in Betrieb gehalten. Elektroform ist einfach für die Anmeldung der Anlage. Da kann man dann ein technisches Anschlussgesuch einreichen. Man kann das, wenn die Gemeinde da die Schnittstelle auch hat, auch das Baugesuch einreichen. Man kann das Fördergesuch einreichen bei der Pronovo und eben verschiedene Formulare dann zentralisiert hier ansteuern. Das braucht hier ein bisschen lange bei mir zum Laden. Wenn das geladen ist, kann ich das ja nachher nochmal zeigen. Auf jeden Fall haben wir hier die Schnittstelle dahin gebaut, dass man die Planung hier soweit fertig hat, bestimmte Informationen oder recht viele Informationen rübergeladen werden können zur Elektroformula Interessant Internal Application Error. Okay, das muss vielleicht nochmal geladen werden. Schauen, vielleicht braucht es nur einen Moment. Und wenn man dann die Informationen herübergeschoben hat über die Schnittstelle, dann braucht man einfach viel weniger Zeit, um da weiterzuarbeiten. Und es geht halt auch darum, dass wir den Administrationsaufwand damit minimieren. So, jetzt starten wir hier direkt mal eine PV-Planung, klicken hier oben links mal auf PV-Planung hinzufügen. Spielt keine Rolle, ob hier oder dort. Es braucht jetzt hier einen Moment. Ich hoffe, dass das nicht meine Internetverbindung ist, die hier das Ganze verlangsamt. Da haben wir jetzt die Informationen. So, wenn hier eine neue PV-Planung angelegt ist, können wir hier den Namen zum Beispiel verändern. Wir können hier dann 1, 2, 3, 4, das wird durchnummeriert, wenn man mehr PV-Planung hinzufügt. Man kann hier auch sagen, einfach PV-Planung Gebäude 1, 2, 3 oder Dach Ost oder was auch immer. Ich lasse es mal bei der Nomenklatur. Hashtag 1. Hier müssen wir dann die Dächer hinzufügen, die wir ausgelegt haben. Ich kann dann entweder die einzeln hinzufügen. Wenn man drüber fährt, sieht man auch, um welches Dach es sich handelt. Oder man kann hier anklicken, alle Dächer hinzufügen. Und dann übernimmt sich hier gleich alle Dächer. Hier sieht man dann eine kurze Zusammenfassung, um welches Dach es sich handelt. Man kann auch einzelne Dächer wieder entfernen. Hier über den Mouse-Over-Info-Button kann man dann Informationen abrufen über das Dach. Man sieht hier die Dachform, Satteldach. Welches Modul, wenn ich über diesen Mouse-Ober-Info-Button gehe, da kann ich hier dann draufklicken, zum Beispiel, dann wird mir die Information zu dem Modul gezeigt. Anzahl Module, Leistung des Moduls, hier Leistung auf dem ganzen Dach und hier vom ganzen Gebäude die Zusammenfassung. Dann haben wir hier den Button Einstellungen, das öffne ich jetzt hier einmal. Das können Sie auch bedienen, darauf haben Sie Zugriff. Hier haben wir bestimmte Default-Werte hinterlegt oder auch Meteodaten, die einfach auch sinnvoll sind. Hier zum Beispiel das minimale und maximale Leistungsverhältnis. Das ist sozusagen für die sogenannte automatische Wechselrichterauslegung. Das zeige ich Ihnen nachher noch wichtig. Da haben wir dann die minimale und maximale Ausnutzung des Wechselrichters hinterlegt, die zugelassen werden soll. Oder wenn Sie möchten, dass das zum Beispiel überschritten wird, wenn Sie der Meinung sind zum Beispiel, dass es mehr als 120% ausgenutzt werden soll, beispielsweise, weil die Anlage im Mittelland ist, 30 Grad Ost-West, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausnutzen, den Wechselrichter ausnutzen. Da muss man das hier verstellen, zum Beispiel 140, 130% hinterlegen. Ich lasse es jetzt mal bei dem Default. Wenn man den Wechselrichtertypen, by the way, wechselt, zum Beispiel auf SolarEdge oder Enphase, da gibt es bestimmte Wechselrichter, bei denen das Ausnutzungsverhältnis größer ausfallen darf, dann ändert sich dieser Wert auch automatisch. Das haben wir dann entsprechend hinterlegt. Aber auch nochmal, Sie können das hier auch verändern. Dann kann man hier die minimale und maximale Modultemperatur oder eben die Temperatur auf dem Dach, die zu erwarten ist, auch manipulieren. Das ist jetzt von den Meteodaten schon mal gezogen, die dann eben bei dem Standort angegeben sind. Hier können wir die maximale Ergebnisse von automatischen Wechselrichterauslegungen einstellen. Hier haben wir einmal 5 hinterlegt. Den Verschmutzungsgrad in Prozent, oder da kann man die Reduktion der Einstrahlung auf die Solarzelle einstellen. Degradation oder die jährliche Moduldegradation kann man hier anpassen, individuell. Wenn Sie das von Ihrem Modul genau wissen, können Sie das zum Beispiel hier einstellen. Windeinteil oder Windanteil, das sehen Sie hier die Erklärung. Oder das kann auch einen Einfluss haben. Dann die Hinterlüftung. Oder das geht vor allen Dingen darum, haben wir unbelüftete Module, zum Beispiel bei Indach könnte man da unbelüftet hinterlegen oder einfach mäßig belüftet oder jetzt zum Beispiel bei freistehenden Modulen oder Flachdach kann man stark belüftet hinterlegen, hat natürlich auch einen Einfluss, per Default sind mäßig hinterlegt. Hier Kabelverluste,
Fehlanpassung, also verschiedene, auch der Cosinus Phi kann hier eingestellt werden. Oder hier kann man einige Einstellungen vornehmen, die Sie dann manipulieren können, wenn Sie sich damit auskennen. Wenn nicht, dann lassen Sie es am besten beim Default. Dann hier der CO2-Einsparungsfaktor, der wird dann jährlich aktualisiert, der muss dann noch aktualisiert werden. Das ist vom letzten Stand 128 Gramm pro Kilowattstunde. Das war der Durchschnitts, der Mischwert in der Schweiz, den wir da hinterlegt haben. Was auch noch wichtig ist, vielleicht darauf hinaus, um darauf einzugehen, die Auswahl Systemspannung. Wir haben hier vier Auswahlmöglichkeiten. Hier unten per Default 1500 Volt inklusive NIN-Faktoren. Jetzt sagen viele sicher, ja, Moment, die maximale Systemspannung sollte 1000 Volt sein. Ja und nein. Die meisten Bauteile lassen auch mehr als 1000 Volt inzwischen zu. Allerdings ist es so, wenn wir 1500 Volt zum Beispiel hinterlegen, die Obergrenze wird nachher von dem Gerät festgelegt, das die höchste Systemspannung zulässt, also die niedrigste Systemspannung zulässt. Das heißt, im Grunde genommen ist da eine Obergrenze wiederum eingebaut, die dieser hier übersteuern kann. Wenn zum Beispiel der Wechselrichter oder das Modul sagt, maximal 1000 Volt Systemspannung, dann wird der Grenzwert auf die des Gerätes so herabgesetzt. Ja, und das ist jetzt hier mit 1500 Volt inklusive NIN-Faktoren oder 1000 Volt inklusive NIN-Faktoren bei Meter über Meeresspiegel. Also hier geht es wirklich nur um diese Faktoren, die die NIN vorgibt, so Korrekturfaktoren in Bezug auf die Höhenmeter. Oder die, wenn die nicht bekannt sind, ich zeige das nachher bei der Auslegung, haben wir das nochmal separat dargestellt. Unabhängig dessen, ob man das hier auswählt oder nicht, wird die Berechnung durchgeführt und nachher pro MPP-Tracker angezeigt. Wenn man zum Beispiel mit den NIN, nicht mit den NIN-Faktoren bei Meter über Meeresspiegel rechnen möchte, sondern mit der Formel anhand der Temperatur, dann kann man das hier am besten hier abwählen und dann switchen auf 1500 Volt oder 1000 Volt entsprechend ohne NIN-Faktoren. Und das hat natürlich Einfluss auf das Ergebnis bei der Berechnung der Systemspannung, weil diese Korrekturfaktoren sozusagen ausgeklammert werden. Diese sind hier per Default bei anderen Instanzen, die nicht in der Schweiz zum Beispiel sitzen, haben dann hier diese beiden Faktoren, diese beiden Systemspannungen sind eine von den beiden. Und entsprechend können Sie dann manuell diese Berechnung durchführen, beziehungsweise können dann hier die Temperatureinstellung vornehmen, wie sie bei der NIN vorgegeben wird. Aber wie gesagt, machen Sie das bitte nur, wenn Sie sich damit auskennen. Dann, was waren die Einstellungen? Das ist schon recht viel. Also das hier ist wirklich für Leute, die sich dann später damit auskennen. Dann haben wir hier oben noch zusätzlich die Möglichkeit, die Datei für den PolySun-Download zu ermöglichen. Da ist es ein bisschen Vorsicht geboten. Da werden viel mehr Daten hin und her geschoben, also zur Vela Solaris und zurück. Bei dem letzten Stand war das noch so und es sollte auch immer noch so sein, wenn man das hier anhakt und dann hier noch Verbraucher und Batterien hinzufügt, also zusätzliche Informationen hierüber, dann bekommen Sie irgendwann einen Abbruch, weil zu viel Daten hin und her geschoben werden. Also Sie müssen hier die Auswahl treffen, entweder mache ich diese Datei parat für den PolySun-Download, dass ich es nachher auch ins PolySun übertragen kann und dort dann die Ertragsberechnung mit Verbraucherprofil und so machen kann. Oder Sie lassen das sein, per Default ist das nicht angewählt und machen hier dann entsprechend die Berechnung mit Verbraucherprofil und Batterie. Meine PV-Planung hier kann ich auch kopieren, ich kann die auch zurücksetzen und natürlich löschen. So, bevor ich jetzt weitermache, vielleicht noch kurz, Martina, haben wir schon die ersten Fragen reinbekommen? Nein, wir haben keine Fragen. Okay. Dann erkläre ich hier unten die Optionen. Wir können hier eine Auslegungsvariante hinzufügen und eine Auslegungsvariante manuell hinzufügen. Bei der Auslegungsvariante man hinzufügen, das ist sozusagen die automatische Wechselrichterauslegung. Hier werde ich jetzt gleich nur Wechselrichter auswählen und dem Tool, das Tool sozusagen bitten, machen wir mal Vorschläge. Und damit fangen wir auch erstmal an. Auslegungsvariante hinzufügen. Und jetzt muss ich den Wechselrichter auswählen. Hier gibt es übrigens auch eine Unterscheidung. Das hier per Default sehen Sie die Wechselrichter, die Solarmarkt hinterlegt ist, die er hat, beziehungsweise die Solarmarkt im Portfolio hat und dann entsprechend hier eingenommen hat mit Artikelnummern und eigenen Bezeichnungen, dass es nachher in der Materialliste auch erscheint.
Wenn Sie einen Wechselrichter auswählen wollen, der nicht bei Solarmarkt geführt ist, müssen Sie den Haken setzen bei alle Hersteller anzeigen. Dann haben Sie hier kein Dropdown-Menü, sondern müssen jetzt hier nach dem Hersteller suchen, hier den Herstellernamen eingeben und dann entsprechend den aussuchen, der für Sie korrekt ist. Und dann können Sie wiederum hier die Wechselrichter unten auswählen. Ich wechsle jetzt hier auf die Solarmarkt-Wechselrichter, nehme jetzt aktuell den beliebtesten Huawei. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Dächer zu gruppieren. Das ist eigentlich nur dann wichtig, wenn man mehrere Dächer hat. Bei zwei Dächern ist das auch nicht unbedingt notwendig oder bei einem Dach sowieso nicht. Aber wenn Sie mehrere Gebäude haben, mehrere Dächer, die dann hier oben dann zusammengefasst werden sollen, können diese Dächer auch gruppiert werden. Das heißt, ich kann hier den Haken setzen, bekomme dann hier den neuen Menüpunkt und dann kann ich hier sagen, Dach Ost und West sollen dann hier miteinander gruppiert werden, dass sie dann eben miteinander verschaltet werden, beispielsweise auf den gleichen MPP-Träger. Ich sage jetzt aber hier nicht verwenden, ich möchte das nicht haben. So, und jetzt kann ich anhand hier der Leistung und meines Wissens, ich weiß ja, dass das eine Ost-West-Anlage ist mit 30 Grad Neigung oder 20 Module Ost, 20 Module West, je 8,5 Kilowatt Peak, in Summe sind es 17 Kilowatt Peak, kann ich dann die Wechselrichtergröße schon mal auswählen. Ich sage, ich möchte den Wechselrichter etwas mehr auslassen. Ich nehme also nicht 17 Kilowatt Peak, sondern 15 Kilowatt Peak. Aber zum Vergleich mache ich einfach mal beide gleich rein. Er soll die Auswahl haben aus diesen zwei Wechselrichtern. Ich empfehle Ihnen bei der automatischen Wechselrichterauslegung nicht einfach alle Wechselrichter anzuwählen, sonst wird da ganz viel Rechenkapazität benötigt. Sie müssen länger warten und manchmal kommt auch kein sinnvolles Ergebnis raus. Am besten eine sinnvolle Vorauswahl treffen. Also hier habe ich jetzt hier die 15 Kilowatt Peak und 17 Kilowatt Peak angewählt. Und dann sage ich bitte einmal Wechselrichter Auslegungsvarianten berechnen. Und dann berechnet er einen Vorschlag, sagt jetzt schon, es konnte keine Auslegungsvariante mit diesem Hersteller gefunden werden. Bitte wechseln Sie zu einem anderen Hersteller. Das kann vor allen Dingen daran liegen, bei Huawei weiß ich, dass das hier der Kurzschlussstrom oft ein Thema ist. Denn bei Huawei-Wechselrichtern ist der Kurzschlussstrom bei 14,5 Ampere, wenn ich mich nicht täusche. Und das Modul liefert hier einen Kurzschlussstrom von 14,33 Ampere. Und im Zusammenhang mit der Modultemperatur wird der natürlich steigt der Wert und kann oftmals diesen Grenzwert überschreiten. Und das werden wir jetzt dann gleich auch sehen, wenn ich dann die manuelle Wechselrichterauslegung mache. Das heißt, ich wechsle hier einmal. Ich kann dann hier das schon mal zeigen. Ich senke jetzt mal hier die Modultemperatur, sagen wir mal auf 25 Grad, nicht 250. Ich sage nochmal Auslegungsvariante hinzufügen, versuche es jetzt nochmal mit einem 15er und in den MW0 und 17er Auslegungsvariante berechnen. Und jetzt geht das, oder? Sie sehen, wenn ich jetzt hier draufklicke, beim Wechselrichter haben wir hier die Grenzwerte des Wechselrichters auch, die wir hier sehen können. Und da ist das. Jetzt muss ich das hier kurz finden. Wo ist das zu sehen? Dann ansonsten machen wir das gleich bei der Prüfung, da ist es einfacher zu sehen. Das sieht man vielleicht jetzt gerade nicht so gut, aber hier kann ich dann schon mal aus den Vorschlägen wählen. Er hat dann eben die MPP-Träger 20 Module. Hier oben sehen wir auch das Nennleistungsverhältnis, also da ist hier einfach klar 100% ausgelastet bei 17 Kilowatt Peak und hier 113,3%. Hier sehen wir auch die maximale DC-Leistung, was kann also maximal DC reinkommen, aber dann nachher wird das gedeckelt beim Ausgang auf 15. Jetzt sage ich hier, ich möchte den 15er, ich wähle den 17er ab, sage Auslegungsvariante übernehmen und dann habe ich hier links dann die Auslegungsvarianten. Hier kann ich dann draufklicken und kann, also ich könnte hier schon direkt auf Simulieren klicken für die Ertragswerte, aber ich möchte Ihnen noch was zeigen, deswegen klicken wir auf Auslegungsvariante und dann klicke ich hier gleich auf Wechselrichterprüfung. Ich öffne erstmal dieses Menü. Hier bei dem Menü kann ich dann hier die Verschaltung der Strings auf den jeweiligen Eingang des Wechselrichters, also MPP-Träger Eingang A, MPP-Träger Eingang B, das ist MPP-Träger 1 und 2. Und dann sehe ich hier rechts dann das Stromspannungsdiagramm.
und kann dann hier den Trecker Ausnutzungsgrad sehen. Und hier rechts außen, was ich vorhin erwähnt habe, zeigen wir oder nochmal unabhängig vom welchen Systemspannungstyp man gewählt hat, ob mit oder ohne NIN-Faktoren, zeigen wir hier dann nochmal die Systemstammwarnung, die MPP-Trecker an, die dann ausgerechnet wird bei 8 bis 800 Metern mit den Korrekturfaktoren 800 bis 1500 Metern und über 1500 Meter. Dann können Sie dann hier entsprechend auch selber beurteilen, ist das okay oder nicht. Hier im Hintergrund die Berechnung der Systemspannung. Ich klicke jetzt mal auf Wechselrichterprüfung. Ist dann abhängig der Höhenmeter, die da hinterlegt sind. Wenn ich jetzt dann hier runter scrolle, sehe ich zum Beispiel hier die Eingangsspannung bei 25 Grad, weil ich habe jetzt hier natürlich die, auf 25 Grad eingestellt und eine maximale Eingangsspannung bei minus 24 Grad. Und da sehen wir, hier sind wir bei 872 oder das rundet hier dann etwas auf. 872 Volt, die Obergrenze wurde herabgesetzt auf 1100 Volt. Das wird entweder am Wechselrichter oder am Modul liegen, das, was zugelassen wird. Und entsprechend sehen wir dann hier, dass der Grenzwert nicht überschritten ist. Hier können wir dann auch einmal durchschauen. Alles ist grün, alles ist in Ordnung. Das heißt, dies kann man so berechnen. Hier zum Spannungsstromdiagramm. Da klicke ich mal auf den Info-Button. Hier können Sie dann mehr Informationen daraus ziehen. Hier sehen wir dann eben minimale und maximale MPP-Spannung, die dann zugelassen ist vom Wechselrichter. Dann also die MPP-Spannung, nicht die Systemspannung, das muss unterschieden werden. Dann maximaler Strom für den DC-Eingang, das sind die Grenzwerte. Und dann hier unten drunter MPP-Spannung und Eingangsstrom bei den Temperaturen, die hinterlegt sind. Oder da sehen wir, wo wir uns da bewegen. Und am besten landet man hier in dem grauen oder sogar grünen Bereich, aber sollte denn, wenn möglich, nicht überschreiten, dann ist man eigentlich hier in einem optimalen Bereich, bei dem der Wechselrichter arbeiten kann. Und hier haben wir dann auch nochmal diese Erklärung, oder wenn der Eingangsstrom bei 80% minimales Leitungsverhältnis und maximale MPP-Spannung, oder wo das dann jeweils liegt, einfach, dass man da auch schon eine Abschätzung machen kann, wie nutze ich das am besten aus. Solange Sie aber mit den blauen Linien sozusagen, mit den Obergrenzen hier innerhalb dieser Kurve bleiben, ist es eigentlich schon in Ordnung. Schauen Sie einfach nicht, dass das zu weit hier rausgeht. Und wenn es überschritten wird, dann bekommen Sie dann entsprechend das auch angezeigt. Ich kann das vielleicht auch mal zeigen, wenn ich jetzt hier Wechselverstringung bearbeiten klicke, dann kann ich hier die Anzahl Module und so weiter auch anpassen. Also da könnte ich zum Beispiel auch, Moment, da könnte ich hier zum Beispiel 40 eintragen und dann sehen Sie hier schon, da geht das schon los. Die Systemspannung ist überzogen und ich kann das jetzt auch schon gar nicht speichern, weil ich eigentlich zu viele Module, mehr Module eingeplant habe, als ich zur Verfügung habe. Oder? Aber hier kann, das zeige ich dann nachher bei der manuellen Wechsellichtauslegung, was man da alles noch machen kann. So, wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, mit meiner automatischen Wechselrichterauslegung, kann ich dann hier oben zum Beispiel auf Simulieren klicken. Also wenn man da hier nicht so ins Detail geht, dann hat man das hier ausgesucht, hat dann schon die automatische Auslegung drin und kann dann hier oben auf Simulieren klicken. Das braucht dann einen Moment, weil jetzt werden die Daten oder das Ganze, was wir hier eingegeben haben, mit der Anordnung, Ausrichtung der Module, Neigung, Anzahl Module und so weiter und so fort, das geht jetzt einmal nach Winterthur zu den Servern von Vela Solaris. Dort wird die Simulation durchgeführt und dann kommen gleich die Ertragswerte wieder zurück. Martina, haben wir bis jetzt Fragen reinbekommen? Nein, keine Frage. Keine Fragen. So, die Ertragswerte sind schon wieder zurück. Und das sehen wir dann hier auch links außen, da die hell ausgegrauten jetzt schwarz sind, die Menüpunkte. Jetzt können wir hier auch direkt auf die Ertragswerte klicken. Hier sehen wir erstmal eine simple Übersicht. Wir haben ja noch keinen Verbraucher hinterlegt, noch keine Batterie und irgendwas. Das heißt, wir haben einfach die reinen Ertragswerte, die eingespiesen werden können. Hier oben eine kleine Zusammenfassung, jährlicher zu erwartender Energieertrag AC in Kilowattstunden. Spezifische Jahresertrag, das sind eben Kilowattstunden durch Kilowattpeak pro Jahr, oder? Das ist dann, was das spezifische Jahresertrag ist und die Performance Ratio. Hier kann man diese ganzen Daten dann auch nochmal herausziehen und auch nochmal hier die Erklärung zu den jeweiligen Zeilen. Und weiter unten sehen wir dann noch den Energiefluss, weil hier ist eine direkte Netzeinspeisung. Wir haben ja kein Verbraucherprofil und entsprechend auch keine keinen Eigenverbrauch berechnet. Ich
Ich muss das einmal kurz neu laden, dass ich dann hier gleich runterscrollen kann. So, hier habe ich jetzt den Balken rechts außen. Hier können wir weiter runterscrollen und dann sehen wir hier noch, auf welche Daten diese Berechnung basiert. Also die Einstrahlungs- und Klimadaten. Oder hier wurde als Norm Außentemperatur minus 10 Grad Celsius gemessen. Oder hier noch die Erklärung, die globale Einstrahlung, Globalstrahlung, Jahressumme oder Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und dann wird das natürlich umgerechnet, weil das eben auf horizontaler Ebene ist. Dann wo sind die Stationen? Hier sehen wir dann von dem Standort die Stationen, wo dann entsprechend das Ganze interpoliert wurde. Die Meteonom-Version und das Erstellungsdatum, also wann das Ganze kompiliert wurde. 1.2.24 und dann das Meteonom-Jahr. Das ist nur ein Durchschnittsjahr. Hier wird nochmal angezeigt, es geht um die Periode 1996 bis 2015. Da wurden diese Daten erhoben. Das ist die Zusammenfassung daraus. Da kann man hier noch auf die Energiebilanz gehen pro Jahr. Hier sieht man nochmal eben die Berechnung, wie man auf diese Werte kommt. Bestimmte Werte müssen ja auch abgezogen werden, wie Verschmutzungsverluste, die wir eingetragen haben bei den Einstellungen. Und Mismatch-Verluste, sonstige Verluste, Schwachlichtverhalten und so weiter, Wechselrichterverluste, Kabelverluste, die dann abgezogen werden, sozusagen von dem Brutto. Und dann haben wir unten sozusagen das Netto, was dann nachher als AC-Strom rauskommt und darauf basierend der spezifische Jahresertrag. Weiter unten haben wir hier in der Ausgabe Möglichkeiten, Graphen anzuzeigen. Also hier haben wir, wie gesagt, noch nicht viele Informationen. Wir haben einfach nur Energieertrag und Netzeinspeisung. Und da kann man sich das hier anzeigen lassen, pro Monat entsprechend. Und dann sieht man hier die Ertragskurve, die man schon oft gesehen hat. Dann gibt es hier noch das Energieflussdiagramm. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn es nachher mit mehreren, Eigenverbrauch ausgerüstet wird und so weiter. Da sehen wir hier zum Beispiel einfach Ertrag Photovoltaik DC, Netzeinspeisung, Kabelversuchte Wechselrichterverluste. Nachher sehen wir dann auch, was der Strombedarf ist, was vom Netz bezogen wird, was vom DC-Seite, vom Photovoltaikanlage versorgt wird und was in das Netz zurückgeht. In das Netz, Entschuldigung. Dann haben wir hier den Horizonten. Der Horizont, hier sehen wir schon, hier ist, habe ich irgendwas, hier ist irgendwas gemacht. Oder der Horizont, wir haben hier einmal diese blaue Linie. Die blaue Linie ist die Geografie. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Anordnung klicke, kann ich das ganz gut vergleichen. Wenn ich hier auf die Gesamt-3D-Ansicht gehe, braucht das einen Moment zum Laden, aber da kann ich dann gleich mit Google Maps HD das eigentlich ganz gut anzeigen lassen. So. Mein Gebäude ist jetzt in der Neumarktstraße 30, mitten in unserem Gebäude. Aber wenn man dann hier einmal vielleicht die Gebäude ausblenden, weil die haben keinen Ausblick auf die Geografie. Wenn man im Grunde genommen von diesem Gebäude aus dann schaut, da ist am besten vielleicht dann doch Google Maps und nicht HD. Weil es geht um hier, das sieht man dann, Hügel und Berge, die hier umliegen sind, um diesen Standort. Und zwar wird das immer der Horizont so betrachtet, von der Mitte des Gebäudes, wenn man am Boden steht, also nicht oben auf dem Dach, am Boden steht, ist das hier zum Beispiel dieser Horizont. Oder? Da sieht man dann in allen Richtungen den Horizont. Jetzt habe ich da, jetzt gehe ich nochmal zurück auf den eDesigner, klicke hier wieder auf Horizont. So, und das wäre diese blaue Linie. Das sind die Hügel und Berge in der Umgebung. Bei Aro haben wir das nicht so hügelig. Jetzt habe ich hier irgendein Gebäude oder irgendwas ist da vollkommen im Weg. Oder das muss ich mal vielleicht einmal Meteonorm Horizont anzeigen. Also das hier fand ich sehr spannend. Das habe ich irgendwann wahrscheinlich abgespeichert, hat das mit übernommen. Und das ist der Meteonorm Horizont, der hinterlegt ist. Bei 0 Grad, das ist die Ansicht Richtung Süden in dem Fall, da haben wir nicht so viel im Weg, oder? Dann, wenn man sich Richtung Osten dreht und Richtung Norden, also um 180 Grad, dann geht das hier hoch. Wir müssen das wie im Kreis vorstellen. Und wenn man jetzt Richtung Westen sich dreht, oder da geht das, da schauen wir dann irgendwann hier Richtung Norden, Richtung Fricktal, beziehungsweise wenn man das hier auf der Karte anschaut, kann ich Ihnen das einmal in Google Maps einmal zeigen.
Oder wir haben hier Aarau, die Neumarktstraße ist in etwa, wo sind wir? Hier am besten nach rechts. So, hier, oder? Wenn wir dann eben Richtung Norden schauen, dann sehen wir hier dieses Gebirge. Wir haben hier dann das, was den Horizonten sozusagen darstellt, Richtung Norden, und Richtung Süden haben wir lange Zeit noch kein Gebirge oder keine vielen, also nicht viele hohen Hügel, die darauf Einfluss haben auf den Horizonten. Und entsprechend ist das auch bei der Ertragsberechnung vom Vorteil. So sieht das aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Solaranlage habe und mein Nachbar überlegt sich, sein Gebäude, sagen wir mal, um übertrieben 4 Stockwerke aufzustocken, kann ich dann hier sagen, ja, okay, du auf der Ostseite baust dein Gebäude auf. Wenn ich jetzt hingehe, kann ich den Horizonten bearbeiten. Ich sage von 60, also ich muss dann dort stehen und das einmal messen, von 60 bis 120 Grad. Das ist ein sehr breites Gebäude dann. Von 60 bis, oder sehr nah an meinen 60 bis 120 Grad. Und dann kann ich dann hier hochgehen, sagen von der Neigung nach oben, kann ich das nachher hier auch einstellen und dann entsprechend den Horizont bearbeiten, so wie Sie das vorher hier gesehen haben. Und dann schneidet es mir ein ganzes Stück von der Ertragsberechnung ab, weil die orangene Linie, das ist der Sonnenverlauf am 21. Dezember, am kürzesten Tag des Jahres, und die gelbe Linie, der Sonnenverlauf am 21. Juni, der längste Tag des Jahres. Und wenn ich dann hier ein ganzes Stück abschneide, heißt das, hier kommt keine Sonne durch und entsprechend wird die Ertragsberechnung beeinflusst. So, wir speichern das ab, wir gucken uns das nachher nochmal an. Inklusive dessen, was für einen Einfluss es hat. Ich habe jetzt das Ganze gespeichert mit einem neuen Horizont, oder und jetzt müsste ich das nochmal simulieren, dass ich dann nachher auf die Elektrik zugreifen kann. Und jetzt hätte ich vielleicht mal geschwind einen Screenshot machen sollen, mit und ohne dieses Hochhaus, das ich da eingezeichnet habe, um auch den Unterschied zu sehen, weil jetzt werden wir nämlich auch die angepasste Ertragsberechnung gleich hier wieder sehen können. Oh nein, jetzt haben wir. Moment, ich muss das schön nochmal laden. Ich hoffe, dass das nicht ein Verbindungsproblem ist zu Vela Solaris. Das hatten wir eine Zeit lang. Es wurde aber vor längerer Zeit wieder behoben. Jetzt nochmal auf den eDesigner. Die Auslegungsvariante passt soweit noch. Klicken auf Simulieren. Und dann müssen wir nochmal einen Moment warten, bis die Daten hin und her geschoben werden. So, jetzt sind die zurück und hier sehen wir auch einen leicht höheren jährlichen Energieertrag als vorher. Dann zeige ich Ihnen jetzt gleich nochmal, wie man einen Stringplan hier zeichnet. Wir wechseln dazu, wenn wichtig ist, man muss einmal simuliert haben und man muss einmal den CAD-Plan geladen haben im gleichen Prozess. So, und jetzt kann man dann auf die Elektrik klicken. Und in der Elektrik wird jetzt der CAD-Plan geladen und die Modulanordnung. Und jetzt ist da auch schon die Wechselrichterauslegung und Belegung mit übertragen worden. Wenn man die jetzt nachträglich verändern würde und hier im eDesigner neu simuliert und irgendwas neu macht, ist es wichtig, wenn man dann wieder auf die Elektrik wechselt, auf Zurücksetzen zu klicken, dass die Daten neu gezogen werden. Und stimmt das natürlich nicht mehr überein. Jetzt kann ich die Module hier miteinander verstringen. In so einem simplen Modulfeld kann man hier oben die automatische Funktion nutzen, horizontal. Dann werden einfach die Module von links nach rechts miteinander verstrengt. Hier hat es auch schon direkt einen Dachzutritt, sozusagen Dacheintritt gesetzt, automatisch, möglichst in der Nähe der beiden Kabelenden. Jetzt kann ich aber sagen, ich gehe da jetzt gar nicht in das Gebäude rein, sondern ich möchte irgendwie zum Beispiel hier seitlich am Gebäude runtergehen, dann von außen in den Keller mit einem Alurohr, kann ich das hier hinlegen und dann brauche ich eigentlich die Kabel, um möglichst wenig Kabel zu benötigen, hier auf der Kabelende auf der anderen Seite, also kann ich hier draufklicken, auf Entkernen klicken und dann ist es wieder weg. Ich kann hier oben auch automatisch auf Vertikal klicken. Ich zeige Ihnen, das macht jetzt hier in dem Fall nicht viel Sinn, weil dann wird das hier in der Schlangenlinie gezeichnet. Das lösche ich jetzt auch wieder weg. Viel einfacher ist es, wenn ich dann entweder die Module einzeln anklicke, zum Beispiel Steuerung gedrückt halte, oder ich markiere die einmal, oder dann kann ich das hier in der Reihenfolge, wie ich es jetzt hier anklicke, wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache, na,
Jetzt habe ich versehentlich noch den Dachzutritt angeklickt. Jetzt kann ich die dann in der Reihenfolge angeklickt, wie ich es haben möchte. 20 Module. Oder ich sehe hier 21, hier sehe ich 20 Module. Jetzt kann ich hier auf Verbinden klicken und dann werden die dann miteinander verbunden. Jetzt habe ich wieder diese Verbindung, wie ich sie eigentlich nicht will. Viel einfacher ist dann diese Option hier, Verstringung, einfach draufklicken, dieses Werkzeug nutzen, dann auf das erste Modul. Na, da wollte ich jetzt nicht draufklicken, das ist jetzt mir ein bisschen im Weg. Ich schiebe es mal auf den Weg. So, auf das erste Modul klicken. Und wenn ich jetzt hier weiterfahre, ohne irgendwas zu machen, passiert nichts. Jetzt kann ich aufs nächste Modul klicken oder ich kann auch einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten und hier drüber fahren, in der Reihenfolge, wie ich die Verschaltung haben will. Und dann wurden die Module miteinander verstrickt. Das sieht man auch daran, dass es jetzt oben Success sagt. Und dann jetzt kann ich das auch für die andere Dachseite machen. Man kann hier auch mit Doppelklick rüberspringen, aber ich empfehle das nicht, weil hier werden bestimmte Daten manchmal nicht rübergeladen. Ich empfehle dann den Dachwechsel einfach hier rüber zu machen, hier oben rechts hinklicken und dann hier auf Ostdach zum Beispiel wechseln. Und dann kann man dasselbe nochmal machen auf der anderen Dachseite. Oder hier sehe ich dann auch, der Dachzutritt muss ich am besten gleich mal selber setzen. Und dann hier die Verschaltung durchführen. Jetzt braucht es einen Moment. Und dann kann ich das gleiche auf der Seite machen. Und dann habe ich die Module hier verstrickt. So, jetzt haben wir hier an der linken Seite, Entschuldigung, nicht hier oben, sondern hier an der linken Seite haben wir noch Optionen, die wir aus den anderen Werkzeugleisten kennen. Jede Tastatursprung. Hier kann man dann dieses Menü ein- und ausblenden. Diese Werkzeuge kennen wir ja schon. Dann haben wir hier eben, das habe ich schon gezeigt, den Dachzutritt oder da, wo nachher Dachdurchdringungspunkt ist oder wo eben nachher dass die Kabel hingeführt werden. Dann haben wir hier diese Verstringungsmöglichkeiten, die wir kennen. Neuer ist zum Beispiel dieses Symbol. Wenn wir hier draufklicken, können wir die Kabelführung zum Beispiel auch machen. Also wir können hier auch eine automatische Kabelführung sein oder halt hier dann die einzelnen Elemente anklicken mit Winkel und so weiter. Wir können auswählen, was für ein Kabel, was für es sein soll, ein Alu-Rohr. Oder ich nehme jetzt hier mal eine große Kabeltrasse, weil man die einfach besser sieht. Oder wenn ich jetzt dann hier auf automatisch zeichnen klicke, gehe ich jetzt hier hin und dann mit linken Maustaste gedrückt halten. Und dann kann ich hier was ziehen. Ich kann auch Shift gedrückt halten, dass es im 90-Grad-Winkel gezeichnet wird. Wenn ich es einfach loslasse, dann macht es einfach eine Linie irgendwo hin. So, und dann kann ich hier immer hin und her springen, kann dann sagen, einmal die Kabeltrasse bis hier oben zum Beispiel hin. Oder? Und dann wechsle ich das Dach und kann ich auf der anderen Seite weiterzeichnen. Ich lösche das mal wieder weg. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wo ist das? Nebst den Kabeltrassen, hier unten. Das ist dann hier für die Verstringung. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auch die Erdung mit hier einbinden. Ich kann hier ein Lochband oder Erdungskabel anwählen und entsprechend auch wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Erdungskabel zeichne, ist sehr dünn gezeichnet, ist nicht so gut sichtbar, aber man kann das hier entsprechend auch mitzeichnen. Also wer diese Option nutzen möchte, kann das gerne machen. Jetzt gucke ich mal schnell, ob also das hier ist zum Beispiel das Lochband. Oder dass man dann hier zeichnen kann. Oder? So. Ja, das ist dann schwierig, weil das so dünn ist, das zu erwischen. Ich bekomme das gar nicht mehr gepackt zum Löschen. Da muss ich vielleicht mal ranzoomen. So, und entfernen. Und entfernen. Und hier haben wir noch ein kleines Element. So, und dann kann man das hier auch entsprechend alles machen. Das sind die Optionen, die man hier einstellen kann. Wenn ich jetzt das soweit fertig habe, ich kann hier auch die Einstellung für einen Stromlaufplan auch nochmal auf meine Bedürfnisse anpassen. Hier. Und wenn ich zeige das jetzt einmal, wie das aussieht mit dem Stromlaufplan, zeige einmal geschwind ein PDF. Oder sehen Sie, dass es recht rudimentär ist. Wir haben hier dann einmal den Huawei-Wechselrichter. Hier den Huawei-Wechselrichter. Hier sind die Module, 17 Kilowatt Peak, das sind die Module, dann der Huawei-Wechselrichter hier einfach angezeigt und dann hier geht es dann entsprechend auf die AC-Seite weiter. Also das ist noch recht rudimentär und das wird auch noch ausgeweitet. Also da schafft Leversoft aktuell noch mit verschiedenen
Symbolen bzw. Elektrikern zusammen, um hier weitere Symbole zu erweitern, dass man das besser darstellen kann. So, dann sind wir hier schon durch die Wechselrichterauslegung, Wechselrichterprüfung, Anpassungsdringplan und Simulation durch. Jetzt würden wir nochmal einen Schritt zurückgehen in den eDesigner. Aber bevor wir weitermachen, Martina, haben wir schon Fragen reinbekommen? Nein, wir haben keine Fragen. Okay, dann im nächsten Schritt möchte ich Ihnen einmal eben den Einfluss des Horizonten auf die Ertragswerte zeigen. Ich mache hiervon jetzt einmal einen Screenshot, den ziehe ich mir jetzt kurz auf einen anderen Bildschirm. Es geht ja vor allen Dingen jetzt um diesen Betrag. Jetzt klicke ich hier unten auf Horizont und jetzt will ich das einmal zeigen, Horizont bearbeiten, oder ich baue jetzt dann hier wieder so ein Hochhaus irgendwas. Also ich gehe jetzt hier von, sagen wir von 0, vom Süden bis minus 60. Oder das sehen wir dann hier, das ist der Azimut in dem Fall. Und dann von unten nach oben, sagen wir mal, ich lande hier irgendwo bei 40 Grad. Und jetzt sage ich dann einmal hier bitte generieren. Jetzt ist das hier generiert worden. Und wenn ich dann hier einmal auf Speichern klicke, sage vielleicht mal auch nur für dieses Projekt, dass es das nächste Mal nicht mit übernommen wird, speichern, alle Planungen neu simulieren. Okay. Und jetzt simuliert es schon in den Hintergrund und dann können wir das gleich mal hier vergleichen. Oder wie hat es vorher ausgesehen? Wie sieht es nach diesem Einbau von so einem Hochhaus zum Beispiel aus oder einfach von einem Nachbargebäude, das entsprechend hoch ist? Könnte aber auch, wenn es jetzt schmaler ist, zum Beispiel auch ein Baum sein, der mit da hochgewachsen ist. Oder das kann alles möglich sein. Einfach nur, dass man weiß, was da zu erwarten ist. Weil hier jetzt beim Horizont sind Nachbargebäude und auch Bäume nicht berücksichtigt. Das macht auch in der Regel Sinn. Bei Wohngegenden haben wir ja die Gebäude auf etwa gleicher Ebene und entsprechend dann, wenn die Photovoltaikanlage oben gebaut wird, hat das Nachbargebäude kaum Einfluss darauf. So, hier sehen wir jetzt den neuen Energieertrag, 14.500 Kilowattstunden und vorher waren wir bei 15.800 Kilowattstunden. Also man sieht eine deutliche Reduktion des jährlich zu erwartenden Ertrags oder aufgrund der Verschattung von diesem Zubau. Wie gesagt, wir können das hier auch zurücksetzen, können auch hier wieder den Meteonom Horizont anzeigen lassen und dann das Ganze wieder speichern und dann müssen wir das nochmal simulieren lassen, dass das dann eben wieder die neuen Ertragswerte heranzieht. So, Sie sehen, dass ich jetzt relativ häufig auf Simulieren klicke. Für die unter Ihnen, die einen Zugang haben mit der Version Limited, also nicht SMCH Pro Unlimited, sondern Limited, Sie können nur 36 Mal auf Simulieren klicken. Was jetzt bald mit dem nächsten Update höchstwahrscheinlich kommen wird, ist hier ein zusätzlicher Button, der dann hier zu sehen sein wird. Der dann eine, ich zeige das vielleicht mal geschwind, da kann man ein bisschen in die Zukunft schauen bei mir. Und zwar, ich muss das einmal kurz raussuchen, dieser Button soll dann bewirken, dass man eine grobe Simulation sozusagen sieht. So, da kann man hier das zum Beispiel einmal sehen mit einer Vorab-Simulation. Das heißt, ich verändere jetzt mal geschwind irgendetwas. Ich sage jetzt zum Beispiel hier, gehe dann hier auf die Verstringung bearbeiten, verändere geschwind oder sobald ich das öffne, dann hier 19 und wieder 20, sage nochmal speichern. Jetzt muss ich dann nochmal neu simulieren. Und wenn das nicht simuliert ist, kann ich hier dann später auf diese Vorab-Simulation klicken. Also der Maus-Info-Button ist auch noch nicht beschrieben, ist also sehr, sehr neu. Und da kann man dann hier eine Vorab-Simulation machen. Und da sehen Sie, es ging auch ganz schnell, weil das Inhouse, weil es da ein anderer Simulationsservice dahinter steht, der ist viel, viel rudimentärer. Man hier hat die auch nicht ganzen Ertragswerte dann eingeblendet. Aber wir haben dann hier schon mal, na, jetzt braucht es einen Moment. Also jetzt haben wir hier dann diese Vorab-Simulation, bei der einfach hier Ertrag DC angezeigt wird und der AC-Ertrag und alles gar nicht, sondern einfach wie viel Ertrag DC wäre zu erwarten. Einfach nur wirklich rudimentär, dass man schon mal das
kann man dann screenshotten und dem Kunden schon mal zeigen. Und wenn man dann nachher sagt, ja, ich möchte eine Simulation machen, dann klickt man hier oben eben auf Simulieren, einfach, dass Sie das schon mal gesehen haben. Das kommt dann mit dem nächsten Update. So, jetzt muss ich hier nochmal refreshen. Was können wir jetzt als nächstes machen? Wir können hier noch Verbraucher hinzufügen. So, wir fügen jetzt hier mal über Verbraucher hinzufügen, können wir hier ein Verbraucherprofil, eins der vielen angelegten, auswählen und hinzufügen. Ich zeige Ihnen aber auch noch geschwind, man kann hier auch eigene Profile hochladen. Also hier sind einige Profile hochgeladen, die ich mit diesem Account hochgeladen habe. Oder da kann man hier auf neues Profil hochladen klicken und dann kann man hier auswählen. Hier ist dann zum Beispiel dieses Viertelstunden getaktete Profil, das man hier hochladen kann, wenn man das hat. Ich zeige Ihnen das mal geschwind, wie das in Dateiform aussieht. Oder ich habe hier mal ein Trainingslastprofil, das ist aber ein Industrieprofil, das ist nicht von einem Einfamilienhaus. Das würde jetzt zu dieser Auslegung überhaupt nicht, Entschuldigung, passen. So, hier. Oder da sehen wir dann den Zeitindex im Viertelstundentakt, wurden dann hier 2017 entsprechend hier Leistungen geliefert. Und dann kann man das entsprechend dann später hier hochladen. Muss man hier entsprechendes auswählen. Das machen wir dann aber nachher. Ich mache gleich mal eine größere Auslegung, bei der dann das Ganze Sinn macht, weil wenn ich jetzt hier, es sind glaube ich knapp 100.000 Kilowattstunden Verbrauch in diesem Industrielastprofil, das würde hier bei dem Ertrag überhaupt keinen Sinn machen, das zu anzuzeigen. Aber hier ist das möglich, das zeigen wir nachher nochmal. Wir können aber auch ein Profil mit monatlichen Werten hochladen. Wir können hier sagen, Verbrauch in Kilowattstunden, Wattstunden, Watt, Kilowatt. Und dann können wir das hier sichtbar für Gruppe Training zum Beispiel machen oder nur für diesen Benutzer. Wir können es umbenennen und dann können wir hier den Verbrauch entsprechend, den monatlichen Verbrauch eintragen. Wenn man viel Zeit hat und so weit gehen möchte, kann man sogar einen manuellen Verbraucher anlegen. Und da kann man entweder zum Beispiel, man könnte da selber eine Wärmepumpe hinterlegen und sagen, ich nenne das hier, also ich kann dann hier einen Verbraucher hinzufügen, sagen hier, Wärmepumpe und dann wird ein neuer Verbraucher hier diesem Profil zugefügt und dann kann ich hier die Leistung eingeben, sagen wir mal 3 Kilowatt. Ich kann dann hier angeben, an welchen Wochen des Jahres, jetzt muss ich da ein bisschen, kann ich das, wenn man hier draufklickt, kann man auswählen, an welchen Wochen des Jahres diese laufen soll, weil das ist hier aufgrund der Grafik weiter nach unten gerutscht, da müssen wir dann den weiter hochschieben. Also ich habe das schon mal gemacht, Wärmepumpe, dann habe ich alle anderen hier gelöscht und einfach eine reine Wärmepumpe eingefügt und dann die Wochen eingestellt, dass es eben in den Wintermonaten läuft und dann die Uhrzeiten. Dann können Sie dann hier einstellen, entsprechend zu welcher Uhrzeit dieses Gerät laufen soll oder nicht laufen soll. Also weiß ist es nicht läuft, in Orange, dass es läuft. Und dann wird dann nachher, wenn man das alles hier gespeichert hat, ein entsprechendes Verbraucherprofil angelegt. Also hier kann man wirklich jedes Gerät einzeln hinzuschalten und sagen, an welchen Wochen im Jahr, mit welcher Leistung, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten das Gerät läuft. Und dann kann man dann hier das Ganze speichern und dann wird ein Verbraucherprofil angelegt, sehr individuell auf gerätebasierendem Verbrauch. Also wenn das jemand machen möchte, können Sie das gerne machen. Was halt interessant hier ist, man kann hier ein allgemeines Verbraucherprofil mit einem detaillierten vergleichen. Dann kann man dann einfach auch sagen, ich stelle dann meine Waschmaschine, vielleicht irgendwelche, also Geschirrspülmaschine, Wäschetrockner, also Turnblade, kann man dann einstellen, dass man sagt, ich mache das jetzt eher zur Mittagszeit, wenn mehr Ertrag zu erwarten ist. Und entsprechend hat das dann natürlich Einfluss auf den Eigenverbrauch. Das ist hier alles möglich. Jetzt gehe ich aber mal auf ein Standardverbrauchprofil, sagen wir mal Standardverbrauchprofil Haushalt oder mit einem jährlichen Verbrauch von 4.487 Kilowattstunden. Ja, genau. Und jetzt scrolle ich noch hier runter und sage, also hier wären übrigens noch Lastprofile, die noch etwas detaillierter sind oder Alleinerziehende oder Familien mit zwei Kindern, arbeitslos oder beide arbeitend und so weiter. Jetzt habe ich aber einfach mal ein Standardlastprofil reingenommen und jetzt gehe ich noch weiter runter und sage Lastprofil Luftwärmepumpe für den Standort Zürich. 563 Kilowattstunden kommt mir sehr niedrig vor. Ich gucke mal, ob ich vielleicht ein besseres finden kann. Hier sind noch mehr hinterlegt.
hier sagen wir mal Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Einfamilienhaus, 8000 Kilowattstunden im Jahr, das kommt mir schon eher richtig vor. Dann kann ich auch noch sagen, vielleicht habe ich Warmwasser, Boiler hier 2, 3, 4, 5, 6 Kilowatt und vielleicht mit der jeweiligen Uhrzeit. Oder sage ich zum Beispiel mal hier einen 3 Kilowatt Boiler 11 bis 13 Uhr, füge ich auch noch hinzu und dann habe ich hier einen größeren Freijahresverbrauch, klicke dann einmal auf Speichern. Jetzt habe ich hier diese Verbraucherprofile hier mit drin und dann kann ich das Ganze einmal simulieren. Es braucht dann wieder einen Moment und dann haben wir gleich die Ertragswerte mit dem Eigenverbrauch in Abhängigkeit der gewählten Profile. So, Martina, haben wir jetzt Fragen reinbekommen in der Zwischenzeit? Nein, wir haben keine Fragen hineinbekommen. Gut, dann machen wir einfach weiter. Hier sehen wir dann die Ertragswerte, die haben wir vorher schon gesehen. Was kommt DC an? Das ändert sich natürlich alles nicht. Oder AC-seitig, was rauskommt, kommt, ändert sich auch nichts. Hier unten der Energiefluss wird dann interessant. Hier sehen wir dann einmal den Gesamtverbrauch. Hier dann aufgeteilt nach den Verbraucherprofilen. Die Eigenversorgung, also von diesem Gesamtverbrauch, wird so viel, 5000 Kilowattstunden über die Solaranlage abgedeckt, oder? Eigenversorgung, Eigenverbrauch, das deckt sich da natürlich hier. Dann Eigenverbrauchsquote, oder das sind 31,77%. Ohne ein Speichersystem ist das schon sehr gut eigentlich. Der solare Deckungsanteil oder Autarkiegrad, oder? Das ist der Anteil der Eigenversorgung am Gesamtverbrauch, 33,89% von dem, was erzeugt wird, wird auch selber verbraucht. Der Rest geht ins Netz, die entsprechende Netzeinspeisung und dann auch noch der übrige Netzbezug. Das sieht man eigentlich ganz gut hier. Ich zeige das einmal hier beim Energieflussdiagramm ganz gerne. Hier sieht man das schön grafisch dargestellt. Oder das ist der Ertrag DC, der aus der Solaranlage kommt. Und der Netzbezug, das ist eben was vom Netz benötigt wird. Hier ist dann sozusagen das Haus und oder die Schnittstelle zum Haus, oder? Und dann haben wir hier den Eigenverbrauch aus dem Netz. Das ist sozusagen hier der Durchlaufposten und von DC-Seite, was hier der Eigenverbrauch ist aus der PV-Anlage und was hier noch alles ins Netz reingeht. Also das sieht man, hier ist noch großes Potenzial. Man könnte hier dies, was als Netzeinspeisung ansteht, möglichst vielleicht mit einem Speicher oder mit einer anderen Einstellungen des Verbrauchs, also wenn man eine Solaranlage hat, irgendwann stellt man sich auch um, sodass man den Strom, wenn möglich, immer dann verbraucht, wenn man ihn auch erzeugt. Und dann kann man diesen Teil hier verringern und das verringert natürlich auch entsprechend den Netzbezug und den Eigenverbrauch aus Netz und vergrößert diesen Eigenverbrauch aus der PV-Anlage. Das sieht man hier ganz gut. Dann nochmal hier zu den Graphen. Hier sehen wir dann auch schon viel, viel mehr Graphen zusammenstellen. Man kann die aber auch nachher selber welche einstellen. Hier sehen wir hier relativ viel Informationen auf einmal. Oder was eigentlich ganz interessant oftmals ist, ist der Eigenverbrauch gegen den Gesamtverbrauch. Hier sieht man eben in grün den Eigenverbrauch übers Jahr hinaus gesehen und dann den Gesamtverbrauch übers Jahr hinaus gesehen. Wir sehen natürlich in den Wintermonaten viel höheren Verbrauch aufgrund der Wärmepumpe vor allen Dingen. Oder? Und ansonsten kann man hier auch Eigenverbrauch und Netzverbrauch ganz gut hier schön darstellen. Oder also Netzeinspeisung besser gesagt. So hier sehen wir dann in den Wintermonaten verbrauchen wir viel mehr, als wir ins Netz eingeben. Und dann in den Sommermonaten geht dann natürlich viel mehr ins Netz rein. Und da diese Lücke kann man dann schließen. Hier kann man das mit einer Speicher zum Beispiel verbessern. Oder einfach, dass man das auch mal hier gesehen hat. Oder Eigenverbrauch und Netzbezug. Und da sieht man natürlich im Wintermonaten höherer Netzbezug. Und das könnte sich zum Beispiel, das könnte man eben ausbessern, indem man sagt, vielleicht lasse ich meine Wärmepumpe dann eher tagsüber laufen, statt nachts, also zu den Uhrzeiten, wo ich dann auch im Winter mehr Ertrag habe. Und das kann man dann auch hier optimieren, indem man, ich sage, hier den Verbraucher ändern. Ich nehme jetzt hier nicht das Lastprofil Luft-Wärmepumpe, sondern lege selber einen Verbraucher an. Einfach, das kann ich aber hier mal geschwind einmal zeigen, oder? Sagen wir hier mal einmal WP für Wärmepumpe. Sagt, es läuft dann hier in welchen Wochen des Jahres das läuft. Das müsste ich jetzt mal geschwind nachschauen, welche KWs Winter sind und welche KWs Sommer. Aber ich stelle das jetzt einmal nur grob ein, weil dann sage ich hier am Anfang und am Ende vielleicht mal so um den Dreh, wobei 36. Ich würde dann vielleicht eher 40 bis 53, 1 bis 16, das ist schon okay so. Und dann sage ich, diese Wärmepumpe läuft dann, sagen wir mal, hier eher so
zu der Zeit, irgendwo erst 9 Uhr, sagen wir mal ab 11 und dann nicht nachts, sondern sagen wir mal bis 15 Uhr, dass es in dem Zeitraum laufen soll. Die ganze Woche haben hier 8 Kilowatt und dann sage ich dann, Profilname ist Wärmepumpe Schulung und als neues Profil speichern. Und dann müsste ich das gleich hier auch finden. Kann ich Wärmepumpe Schulung hier mit reinnehmen? Sagt dann hier Luftwärmeprofil Altbausanierung raus. Speichere das Ganze. Dann kann ich simulieren. Und jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte jetzt gleich eben der Eigenverbrauch wieder steigern. Also das kann man darüber darstellen. Man kann natürlich aber auch nachher das mit einer Batterie machen. Das zeige ich gleich dann im nächsten Schritt. Jetzt nochmal, Martina, haben wir jetzt Fragen reinbekommen? Nein, wir haben immer noch keine Frage. Okay. Ich werte das jetzt mal als gutes Zeichen, dass ich bisher meine Arbeit gut mache und Ihnen das gut erkläre. Ich hoffe, dass das so ist. So, jetzt schauen wir hier dann nochmal auf die Ertragswerte. Hier sehen wir dann auch nochmal Netzeinspeisung. Da hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Oder die Wärmepumpe, habe ich jetzt das richtig eingestellt? Doch, das habe ich eigentlich nicht. Aber hier sehen wir das. Hier Eigenverbrauch und Netzbezug. Da sehen wir hier, der Eigenverbrauch ist in den Wintermonaten doch gestiegen. Also einen gewissen Einfluss hatte das schon, aber der war jetzt gar nicht so riesig. Oder das heißt, die anderen Verbraucherprofile haben da viel mehr Einfluss. Oder ich habe es vielleicht auch nicht ganz so richtig eingestellt mit den Wochen und Uhrzeiten. Aber das wäre jetzt eben so eine Möglichkeit, ein Rädchen, bei dem man drehen kann. So, was wir dann im nächsten Schritt machen können, ist natürlich auch eine Batterie oder E-Mobil hinzufügen. Hier klicken wir auf Batterie E-Mobil hinzufügen und können dann hier einmal den Batteriehersteller wählen. Ich wähle jetzt mal hier, weil ich ja Huawei habe, auch ein Huawei Batterie. Kann dann sagen, welche Größenordnung das sein soll. Nehmen wir doch mal einfach hier die große Batterie, sagen eine Batterie, ja, hinzufügen, oder? Und dann kann ich noch ein E-Mobil, sagen wir mal, ich habe ein Elektroauto und dann sage ich hier ein E-Mobil. Da kann man hier schon mal auswählen, welches es sein soll. Wir können aber auch hier auch allgemeine auswählen. Jetzt nehme ich mal, sagen wir mal, ein BMW i3. Eine Ladestation kann man hier auch spezifisch schon auswählen. Also hier gibt es schon, inzwischen wurde diese Liste erweitert. Ansonsten kann man hier auch allgemein wählen, ein AC-Typ 2, Level 3, 2, 3 Phasig. Also das wäre auch möglich. Jetzt gucken wir mal hier. Wir haben hier einen Huawei Smart Charger. Nehmen wir doch mal gerade hier den 22KTS 0. Mobilitätsprofil. Hier haben wir einige erweitert, wann der Ladezeitraum sein soll. Sagen wir mal Montag bis Sonntag 13 bis 7 Uhr, also über Mittag bis über nachts. Aber man kann auch einfach hier eins von denen hier wählen. Ich sag mal zum Beispiel, dass derjenige, für den ich die Planung mache, schafft es immer und wird dann frühestens um 19 bis 7 Uhr hier laden, also über Nacht laden. Und dann kann man dann noch hier ab den PV-Leistungsquotienten hier eintragen und Tiefenentladungsschwellenwert kann man hier noch entsprechend alles einstellen. Ich lasse das jetzt mal so sein, klicke auf E-Mobil hinzufügen, dann habe ich hier Batterie und E-Mobil drin, klicke auf Speichern. Und dann wird das Ganze nochmal simuliert mit diesen zusätzlichen Verbraucherprofilinformationen, mit Speicher und mit einem E-Mobil. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, dass der Eigenverbrauch jetzt auch nochmal massiv steigen wird, weil die Batterie dann entsprechend auch dann großen Einfluss darauf haben wird. Und das sieht man am besten gleich auch beim Energieflussdiagramm. Aber ich zeige Ihnen, sobald die Werte da sind, erstmal nochmal die Ertragswerte. So, hier Ertragswerte, hier sehen wir den Energiefluss und da sehen wir schon, Netzeinspeisung ist runtergegangen, der Netzbezug ist runtergegangen, oder? Das heißt, hier werden wir gleich einen besseren Eigenverbrauch haben. Eigenverbrauchsquote ist hochgegangen, fast auf 50%, oder? Der Autarkiegrad ist auch fast bei 50%. Das sind schon sehr gute Werte. Und wie gesagt, das kann man alles noch optimieren mit der Einstellung des eigenen Verbrauchs. Und hier sehen wir dann eben den Wechsel. Hier oben der Netzbezug, der runtergegangen ist, und Eigenverbrauch und Netz, das ist der Durchlaufposten. Und was man mit der
Photovoltaikanlage machen kann, oder man hat hier immer noch eine Möglichkeit, also die Netzeinspeisung steht immer noch da. Man hat einen Eigenverbrauch, also PV, und hier dann einmal aufgelistet in den Zahlen, und hier unten dann natürlich immer die Kabelverluste, Wechselrichterverluste, Batteriespeicherverluste inklusive E-Mobil. Oder da sieht man, da gibt es auch bestimmte Verluste, mit denen man dann leben muss. Die sind allerdings nicht ganz so groß. Das zu dem ganzen Simulieren, zum Energieflussdiagramm oder was hier alles möglich ist. Hier zeige ich Ihnen auch nochmal unten den Punkt Graphen. Hier kann man zusätzlich zu diesen Graphen, die sowieso ausgegeben werden, auch individuelle Graphen zusammenstellen für sich. Also wer das möchte, kann das dann hier machen. Jetzt braucht es gerade einen Moment. Da habe ich irgendwas hoch zu viel rumgeklickt wahrscheinlich. Lad mal kurz die Seite. Und dann können wir das hier gleich mal zeigen, wie man das einstellen kann. Also wenn Sie jetzt einen Projektbericht ausdrucken, werden bestimmte Graphen per Default auch schon mit ausgedruckt, andere nicht. Oder das kann man dann auch hier beim Projektbericht einstellen. Jetzt lassen wir den mal kurz einen Moment, Entschuldigung. Solange das hier zeigt, kann ich vielleicht nochmal, solange das hier lädt, nochmal auf Elektroform zurückgehen. So sieht Elektroform aus, wenn man nicht angemeldet ist. Bei Elektroform Solar braucht man auch nochmal separat hier ein Account und bezahlt dann pro Projekt eine Pauschale, mit der man entsprechend das ganze Anmeldeprozedere, die Administration vereinfachen kann. Aber da haben Sie dann hier die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen, und dann können Sie dann auch diese Schnittstelle nachher hier nutzen, mit Elektroform verbinden. So, es ist jetzt wieder geladen. Ich kann hier wieder auf die Graphen runtergehen. Hier haben wir dann gleich hier eine gewisse Auflösung an Optionen. Ich kann dann hier oben auf kombinierten Graph erstellen klicken, und dann kann ich hier auswählen, was möchte ich zum Beispiel hier anzeigen. Ich möchte hier sehen Ertrag AC und will sehen im Vergleich dazu Ertrag DC oder wie sich das unterscheidet. Oder vielleicht will ich die CO2-Einsparung hier noch mit anzeigen lassen, oder sagt nein, Moment, was habe ich hier noch an Autarkiegrad, oder das kann man dann hier noch mit anzeigen lassen und dann entsprechend einen Titel geben und speichern. Man kann das hier als Balkendiagramm darstellen oder als Tortendiagramm darstellen, oder das kann man dann entsprechend sich dann so einstellen, wie man das möchte, und dann speichern, und dann kann man hier dann auch auswählen, welcher Graphen im Bericht dann ausgegeben werden sollen. Haben wir Fragen jetzt reinbekommen, Martina? Nein, wir haben keine Fragen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache mal einmal eine Auslegung, auch mit einer größeren. Jetzt suche ich mir mal eins aus. Das war jetzt hier, das wäre zu groß. Ich glaube, Flachdach vom Plan abzeichnen. Das wäre, glaube ich, eine gute Option. Da müsste ich nochmal geschwind schauen, wie viele Module wir da drauf haben. 718 Module, 305 Kilowatt Peak, das ist doch ein ganz guter Wert. Und das ist doch eine gute Anlage. Jetzt können wir hier mal auf eDesigner gehen. Oder das wird dann jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger für die Software, eine automatische Wechselrichterauslegung zu machen. Und das zeige ich jetzt gleich. Die Elektrik werde ich hier in dem Fall weglassen. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach, dass wir jetzt keine riesengroßen Springplanzeichnungen machen werden. Aber hier einmal sagen wir Dach 1 Ost-West, das ist Flachdach, das heißt, es ist das gleiche Dach, allerdings Module Ost und West aufgeteilt. So, und jetzt kann ich dann hier sehen, hier 305 Kilowatt Peak. Ich könnte eine automatische Auslegung versuchen hinzubekommen. Jetzt suche ich mal einen anderen Wechselrichter aus. Ich gehe mal hier auf den Gutwie, mal gucken, haben die denn so schöne große Wechselrichter? Dann nehmen wir, ach, hier haben wir die. Hier nehmen wir mal zum Beispiel die, sagen wir, du hast die 120er, 100er und 110er zur Auswahl, oder ich sag nur die 100er, sagen wir mal, dann mach mal eine Auslegungsvariante. Mal schauen, ob er das jetzt hinbekommt. Das ist vor allen Dingen bei größeren Anlagen manchmal ein wenig schwierig, aber er rechnet schon, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Eine Optimierung des Layouts wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen. Mit einer kleinen Anzahl von Wechselrichtern könnten bessere Ergebnisse möglich werden. Also noch kleinere Anzahl als einen Wechselrichter bekomme ich jetzt nicht hin. Aber hier haben wir dann schon mal eine gewisse Aufteilung. Ich lasse das jetzt auch so, auch wenn jetzt hier viele kleine Strings gemacht wurden.
Ich gucke mir das schnell hier an in der Vorschau. Also hier sehe ich, dass das alles mit vielen kleinen Strings gemacht wurde. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, lasse ich jetzt mal da stehen. Aber ich wähle jetzt einfach mal eins aus. Hier sehe ich, der hat hier dann einmal hier drei Wechselrichter benutzt oder die haben. Wir können dann hier einmal Auslegungsvariante übernehmen, klicken. Also hier hat der Generatorfeld 2 zum Beispiel. Das ist dann eben nur eine Seite oder Generatorfeld 1 und 2. Da geht es um Ost und West. Oder das heißt, hier sind zum Beispiel nur Ostmodule verschaltet auf dem Wechselrichter. Bei den anderen beiden Wechselrichter hat er Ost- und Westmodule verschaltet, aber natürlich immer getrennt nach MPP-Trecker. Oder das der Vorteil bei diesen Goodwie-Wechselrichtern ist, dass sie natürlich viele MPP-Trecker haben. Da kann man das auch ein bisschen schön verteilen. Jetzt sagen wir Auslegungsvarianten übernehmen. Und dann einmal klicken wir auf Verbraucher hinzufügen. Oder vielleicht einmal Clint so simulieren, dass wir gleich den Vergleich haben. Und dann sehen wir jetzt gleich mal die Ertragswerte, werde ich wieder einen Screenshot machen. Und dann werde ich mal das Verbraucherprofil hochladen und da auch die Herausforderungen zeigen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach zu erkennen, was muss man wo wie eingeben. Braucht es natürlich ein bisschen, bis die Daten hin und her geschoben wurden. Es sind natürlich jetzt ein bisschen mehr als vorher. Und dann sollte das jetzt gleich mal soweit sein. Ja, jetzt hat er wieder zu lang gebraucht. Ja, das ist oftmals oder das kann manchmal vorkommen, wenn jetzt könnte meine Internetverbindung sein. Es könnte aber auch sein, dass zu viele Leute gleichzeitig gerade am Simulieren sind und dass es dann bei Lela Solaris vielleicht einen Datenstau gibt. Dann muss man das leider nochmal simulieren. Also ich warte dann nochmal ein wenig und hoffe, dass das gleich jetzt auch klappt. Martina, haben wir jetzt Fragen reinbekommen bisher? Nein, ich habe nichts. Keine Frage. Okay. So, die Daten sind zurückgekommen. Wir können hier die Ertragswerte einmal anschauen. Ich mache mir davon einen Screenshot. Also wir haben hier schon eine recht gute Leistung, die wir zu erwarten haben. Und jetzt füge ich hier nochmal Verbraucher hinzu. Sag einmal eigenes Profil, neues Profil hochladen. So, und das nenne ich jetzt hier, sagen wir mal einfach 24.03.20 Schulung wie Designer. Das ist dann, sagen wir mal, einfach Industrie Pro viel und sichtbar nur für mich oder nur für dieses Projekt kann man es dann sogar verwenden. Jetzt sage ich, das ist eine CSV-Datei. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal hier. Sieht dann so aus: Training Lastprofil habe ich das genannt in CSV-Dateiform. Und der Verbrauch, oder da muss ich jetzt einmal hier das aufmachen und nachschauen, oder was habe ich hier? Ein Verbrauch in Kilowatt, das heißt, entsprechend muss ich das hier einstellen: Verbrauch in Kilowatt, Anzahl der Tage 355 oder 365 oder 366 Tage, oder das ist hier ein bisschen schwieriger herauszusehen, aber da gehe ich mal davon aus, dass es 365 Tage sind. Ansonsten werden wir das gleich schon merken beim Hochladen. Dann CSV-Trennzeichen im Dokument. Das lasse ich hier auf Semikolon. Das könnte auch ein Doppelpunkt sein. Das werde ich gleich feststellen. Zeile Spalte des ersten Verbrauchswerts. Hier sehe ich dann eben, die erste Zeile ist 2, wo der Verbrauchswert drin liegt. Die Spalte ist die vierte Spalte. Also klicke ich hier 2 und 4 an. Ich schließe meine CSV-Datei jetzt und dann sage ich ihm einmal Datei auswählen. Jetzt muss ich dann einmal hier auf Training Lastprofil klicken und jetzt hat er die Werte übernommen. Also das Semikolon war schon der richtige Trennwert bei der CSV-Datei. Hier sehen wir das Ganze. Dann sage ich einmal speichern. Und jetzt braucht es einen Moment, bis es eben die Daten jetzt übernommen hat. Und dann habe ich gleich hier Schulung eDesigner drin. Hier sehen wir einen Jahresverbrauch von 196, also knapp 200.000 Kilowattstunden. Sage ich einmal hier speichern, dass es übernommen wird. Und jetzt muss ich dann nochmal simulieren.
Und dann sehen wir auch gleich, was für einen Einfluss das hat auf den Eigenverbrauch. Und dann natürlich war es jetzt im Moment mit voller Netzeinspeisung drin. Und jetzt werden wir jetzt gleich mal sehen, wie viel wir auf Basis des Lastprofils, das wir jetzt vorliegen hatten von 2017, und im Vergleich dazu, was zu erwarten ist an Ertrag aus den Meteor- und Einstrahlungsdaten 1996 bis 2015, also was da zu erwarten wäre, oder? Und dann können wir hier dann auch sehen, hier haben wir den Gesamtverbrauch. Ach, das sind sogar 1.963.000 Kilowattstunden. Ja, das ist ja enorm. Und hier die Eigenversorgung. Das heißt, wir haben eine hohe Eigenverbrauchsquote. Das heißt, da wird natürlich tagsüber verbraucht, entsprechend tagsüber produziert. Das heißt, die Solaranlage, also das wird wahrscheinlich eine der besten, rentabelsten Solaranlagen sein, die es dann laufen würden. Oder wenn wir hier das Energieflussdiagramm ansehen, haben wir natürlich einen großen Netzbezug, aber der aus der Ertrag von der DC ist fast vollständig hier abgedeckt mit Eigenverbrauch, Netz. Einspeisung haben wir nur noch ganz bisschen Kabelverluste, also die Netzeinspeisung, die beläuft sich, die ist sogar geringer als die Wechselrichterverluste. Also das ist dann schon eine sehr gute Anlage. Ich glaube, besser bekommt man das nicht hin. Aber bei diesem großen Verbrauch ja, kann man das auch erwarten. Also könnte mir fast schon vorstellen, bei dem großen Verbrauch könnte das vielleicht ein großes Body sein, sagen wir mal, oder? So, und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben das jetzt alles einmal durchbekommen. Was ich Ihnen noch einmal kurz zeigen will, ist die Schnittstelle zu EF Solar und die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das heißt, ich kann hier auf Elektroform verbinden klicken. Dann öffnet sich ein neues Pop-up-Fenster. Und dann muss ich hier mich dann einmal anmelden mit meinen Anmeldedaten. Oder ich versuche das mal geschwind. Ich weiß nicht, ob die noch gültig sind, meine Test-Anmeldedaten. Wenn ich die richtigen Anmeldedaten jetzt eingegeben habe, sollte dann eben das Elektroform erscheinen, das Formular. Ja, genau hier haben wir dann PV-Planung 1, sage ich ja anzeigen, weil ich habe ja nur eine PV-Planung, nicht mehrere gemacht. Und hier sehen wir schon mal die Infos, die schon mal gezogen werden. Also die Straße, Haus oder Standort, dann voraussichtliche Inbetriebnahme kann man hier einstellen, Auftragsinfo, Referenznummer kann man hier noch reinmachen, dann einfach der Auftraggeber, das wäre dann ich, mein Account, beziehungsweise dann Sie. Hier kann man die Gebäudeinfos noch reinfügen, dann Firma, also das ist die Eigentümeradresse. Und dann hier die Zusammenfassung, welcher Wechselrichter ist verwendet worden oder welche Module sind verwendet worden. Und dann kann ich hier einmal kurz auf Entwurf speichern klicken. Ein Button funktioniert, glaube ich, momentan nicht ordentlich. Ich klicke mal hier auf Entwurf speichern. Entschuldigung. So, und jetzt ist der Entwurf gespeichert. Jetzt kann ich auf Elektroform Entwurf anzeigen klicken und jetzt schiebt es mich rüber zur Elektroform Solar oder dieses Formular ist dann jetzt hier geschlossen. Jetzt lande ich direkt im eingeloggten Zustand bei Elektroform Solar. Jetzt braucht das natürlich einen Moment, weil es überträgt jetzt die Daten zu Elektroform Solar, um ein neues Projekt gleich anlegen zu können. So, bis das fertig geladen ist, ne? Das dauert wieder, da hat Elektroform Solar wahrscheinlich viel Verkehr oder macht irgendwelche Serverarbeiten, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber das brauche ich jetzt gerade ungewöhnlich lang, sonst ist das viel schneller. So, bevor Sie jetzt lange warten, zeige ich Ihnen hier einmal die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Also wenn man hier simuliert hat und soweit fertig ist, kann man hier auch auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung klicken. Und hier muss man natürlich auch eine gewisse Eingaben vornehmen oder wir haben dann gleich die Anlagendaten, die aus der eDesigner-Planung gezogen werden, sind natürlich jetzt mehrere Daten oder viele Daten, weil das eine größere Anlage ist. Oder da haben wir hier die Anlagengröße, den spezifischen Jahresertrag. Hier können wir die jährliche Deklaration noch anpassen. Die laufenden Kosten in Prozent oder kann man hier auch anpassen. Anstieg der laufenden Kosten und die Nutzungsdauer. Dann haben wir hier die Marktdaten, also den Jahresstromverbrauch, den wir eingegeben haben, durch das Verbraucherprofil. Wenn das nicht drin wäre, kann man das hier auch noch nachtragen. Autarkie in Prozent, oder? Eigenverbrauch,
Einspeisevergütung, oder das kommt jetzt natürlich je nachdem drauf an und auf das EW. Was bekommt man pro Kilowattstunde für die Einspeisung? Also es gibt welche, die bezahlen da etwas mehr. Oder Strompreis netto, hier haben wir jetzt mal 25 Rappen pro Kilowattstunde drin. Können wir auch mal anheben. Monatliche Grundgebühr können wir hier eintragen. Und der Strompreis inklusive Grundgebühr berechnet sich dann auch daraus. Und dann der aktuelle Strompreis brutto inklusive Mehrwertsteuern. Dann Strompreiserhöhung pro Jahr. Ja, da können wir auch, soweit ich weiß, ein Minus eingeben, oder wenn wir das erwarten würden. Und wir lassen das jetzt mal trotzdem bei 2% pro Jahr plus. Hier kann man die Gesamtinvestitionssumme einfügen. Also ich trage jetzt mal irgendeinen Wert ein, oder? Ich trage jetzt mal 120.000 Franken ein. Es könnte natürlich mehr oder weniger sein. Das kann ich jetzt gerade schlecht herausfinden. Also und dann habe ich hier einmal die Subvention, die zu erwarten wäre, oder das müssen wir bei Pronovo vielleicht schnell feststellen. Diese würde dann eben von diesem Betrag abgezogen, oder und dann kann man das hier auch einen Darlehenbetrag vielleicht einfügen oder sagen, nein, ich habe kein Darlehen, oder das interessiert gar nicht, oder brauche ich gar nicht, oder besonderlicher Einkommensteuersatz. Ja, das kann man dann hier entsprechend alles anpassen. Datum der Inbetriebnahme, das sind dann hier sozusagen die Eingabefelder, und dann kann man hier das Ergebnis anschauen. Dann den Tilgungsplan, wenn man denn einen Kredit aufgenommen hätte dafür. Also wenn wir jetzt hier sagen, wir haben hier einen Darlehensbetrag, sagen wir von der Hälfte vielleicht, Zinssatz des Darlehens. Also ich trage jetzt irgendwelche Werte ein. Bitte seien Sie nachsichtig. So, sagen wir mal irgendwas. Dann verändert sich natürlich entsprechend das Ergebnis. Verbindlichkeiten an der Bank zum Beispiel sind dann nicht 60.000, sondern 70.000. Hier den Tilgungsplan, der sich entsprechend auch anpasst. Oder dann kann man hier noch Charge für kumulierte Rückflüsse, oder in Schweizer Franken pro Jahr. Also das haben wir hier dann Ertrag pro Jahr in Kilowattstunden. Durch die Degradation sinkt der etwas, der Schuldenstand, der entsprechend sinkt, und der Einsparung durch den Strombezug, die man dann hier hat. Aber das nochmal zur Wirtschaftlichkeitsberechnung. Da können Sie natürlich entsprechend das anpassen. Sie können auch eine Vorlage laden verwalten. Das heißt, hier können Sie auch Vorlagen anlegen. Also hier ist zum Beispiel, müsste ich das als Vorlage speichern. Da kann ich zum Beispiel auch hier die Marktdaten, also ohne Finanzierung, schon mal so einstellen, dass ich dann einmal als Vorlage das drin habe, und dann kann ich das als Vorlage laden. Das ist dann vielleicht hilfreich, damit ich schneller zum Ergebnis komme. Und das ist dann die Wirtschaftlichkeitsberechnung. In der Zwischenzeit ist Elektroformsolar geladen. So sieht das Ganze aus, wenn dann die Daten übertragen sind. Oder hier sieht man dann seine Projekte. Dann kann man hier irgendwelche Projekte anlegen oder ein neues Projekt erfassen, könnte man. Dann sieht man hier Geschäftsstellen. Wir können hier Produktlizenzen dann dazu erwerben, oder weil das kostet natürlich was, wenn man das nutzt. Das wäre jetzt hier die Planung von heute. Wenn ich dann hierbei Entwürfe, das ist jetzt nur ein Entwurf, das heißt, das kostet erstmal nichts. Wenn ich das anklicke, dann kann ich dann hier ein neues Projekt anlegen. Und wenn ich das mache, muss ich dann entsprechend eine Lizenz lösen, und das kostet dann, darauf habe ich jetzt gerade keinen Zugriff. Das heißt, hier wären dann die Daten gleich schon alle drin. Daten, Import, neues Projekt, das ist dann vorher passiert. Wenn ich dann hier, sollte eigentlich hier, wenn ich hier draufklicke, hier drin sein, scheint ein Bug zu sein. Sollte eigentlich hier mit drin sein, oder? Da muss ich das bei Brunner Informatik jetzt melden, dass dieser Entwurf da gar nicht mit reingezogen wurde. Ich kann hier auch diese Buttons gerade gar nicht mehr bedienen. Standort, Adresse, VNB, Datenabo oder Datenimport sollte eigentlich hier aktiv sein. So, aber ich muss auch dazu sagen, dass das hier nur eine Testlizenz ist, die ich da bekommen habe. Da kann es auch sein, dass die nicht die volle Funktion mehr hat, die es mal gehabt hat. Aber Sie haben es mal gesehen, wenn Sie das nutzen wollen, oder wenn das vereinfacht vieles bei der Administration. So, dann wären wir schon
soweit durch mit dem ganzen E-Designer. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, sind zwei weitere Optionen, weil das war jetzt Gesamtprojekt anlegen. Welche Optionen haben wir noch? Wir können eine reine Wechselrichterauslegung durchführen. Das heißt, dass ich ohne Modulanordnung oder irgendwas entsprechend eine Ertragsberechnung mache. Da gebe ich jetzt auch wieder Neumarktstraße 30 in Aarau ein und einmal speichern. Dann ist das angelegt und dann haben wir hier oben gar nicht so viele, sondern wirklich nur diese drei Reiter: Projekt, E-Designer und Wirtschaftlichkeit. Und jetzt kann ich dann hier eine Wechselrichterauslegung machen. Bevor ich das machen kann, weil ich habe ja jetzt keine Dächer hinterlegt, wenn ich jetzt einfach Planung hinzufügen klicke, dann kann ich keine Dächer reinladen. Das sehe ich jetzt gleich. Das heißt, im nächsten Schritt oder der erste Schritt sollte sein, Dächer verwalten zu klicken. Das braucht jetzt einen Moment, bis die PV-Planung geladen ist. Also wenn ich hier auf Dächer hinzufügen gehe, geht nichts. Oder dann kann ich hier auf Dächer verwalten oder Dächer verwalten klicken da oben. Und dann muss ich ein Dach erstellen. Ich mache jetzt mal einfach ein Süddach. Oder sagen wir mal 30 Grad nach Süden geneigt. Hier nehme ich dann, sagen wir mal, Longi-Module, wähle dann hier aus dieser Longi-Modulliste aus, oder da kann ich dann irgendeins mal hier wählen, vielleicht eins der neueren Module, und sage, hier habe ich, sagen wir mal, 41, nee, 40 Module nach Süden geneigt, das Ganze speichern. Und dann könnte ich natürlich mehrere Dächer hier anlegen. Ich kann die hier kopieren oder bearbeiten und auch löschen. Und dann, wenn ich die Dächer drin habe, kann ich hier ein Dach hinzufügen und dann kann ich die Auslegung vornehmen, wie ich das vorher schon gezeigt habe. Das heißt, ab jetzt bleibt alles gleich. Das wäre jetzt eben eine Option, um schnell eine Ertragsberechnung zu machen. Die andere Option ist, ich will schnell eine Ertragsberechnung machen, aber ich will auch eine Modulbelegung sehen. Ich brauche aber die ganze Montagesystemseite nicht, aus welchem Grund auch immer. Dann klicke ich dann hier oben, das war jetzt so etwas schnell, auf eDesigner Projekt mit Modulbelegung. Und dann öffne ich hier wieder ein neues Projekt. Nehmen wir wieder die Neumarktstraße 30. Wichtig ist, wenn Sie ein reines E-Designer-Projekt oder ein E-Designer-Projekt mit Modulbelegung durchführen, können Sie das aber auch nachher nicht konvertieren in eine Gesamtauslegung. Das heißt, wenn Sie dann hier ein E-Designer-Projekt mit Modulbelegung haben und Sie denken, ja, wieso habe ich hier keine Montagesystemauslegung? Ich habe doch das Dach eingegeben. Brauchen Sie nicht den Support anrufen, weil der Grund ist ganz einfach, da ist keine Montagesystemauslegung vorgesehen, weil Sie eine reine E-Designer-Auslegung gemacht haben. Wenn wir aber eine Modulbelegung darstellen wollen, müssen wir hier eine Dachform definieren. Jetzt machen wir das mal einfach mit einem Pultdach oder 10 mal 10 Meter, was ganz Simples. Sagen wir mal 20 Grad Neigung, Trapezblech. Wir müssen die Eindeckung auch wählen, weil dann bestimmte, also im Hintergrund, bestimmte Modulabstände dann doch benötigt werden. Um die Schnee- und Windlast kommen wir leider dabei immer noch nicht rum. Auch wenn die gar keinen Einfluss hat, kann man auch einfach irgendwas eintragen. 0, 0, das spielt keine Rolle, weil jetzt ja keine Montagesystemauslegung durchgeführt wird. Aber das ist einfach von der Darstellung wie bei einer Gesamtauslegung. Das heißt, hier wurden natürlich gleiche Optionen genutzt. Und dann kann man hier einmal auf die Anordnung direkt springen. Also Konstruktion entfällt. Statik CAD-Plan entfällt. Hier kann ich dann einfach die Module dann entsprechend platzieren, so wie ich die haben möchte, wie man das kennt, wenn wir eine Gesamtauslegung machen. Und dann kommen wir direkt zum E-Designer und können dann auch hier schon gleich Planungen hinzufügen, Dächer hinzufügen, dann kann ich mein Dach hinzufügen und die Wechselrichterauslegung so weit durchführen, wie ich es vorhin gezeigt habe. Hier haben wir dann wieder auch die Elektrik dabei, weil jetzt haben wir ja auch eine Anordnung. Das heißt, da können wir auch einen Stringplan auch zeichnen. Hier haben wir auch die Ausgabe, weil da wird dann eben auch der Stringplan mit ausgegeben und die Wirtschaftlichkeitsberechnung, wenn man das möchte. Ansonsten kann man auch einfach einen Projektbericht hier ausdrucken. Also das kann ich natürlich nicht, weil ich keine Simulation durchgeführt habe. Der Unterschied ist auch, wenn ich hier durch reine Wechselrichterauslegung mache, ohne Modulbelegung, da habe ich ja auch vorhin keine Ausgabe gehabt. Also hier haben wir dann einfach nur den E-Designer und die Wirtschaftlichkeit und dann kann man den Projektbericht einfach nur aus dem E-Designer ausgeben lassen. So, dann wären wir jetzt am Ende des Webinars angelangt.
An die Anwesenden schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. An diejenigen, die das Webinar schauen, vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten was Neues dazugelernt und das war hilfreich. Wir werden jetzt die Aufnahme stoppen und dann die Fragerunde eröffnen für die live anwesenden Teilnehmer.